Moin Moin und willkommen zu einer Zuhause-Schicht bei Subsistence. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte sagen, es wird heute spannend. Allerdings werden wir ja heute nicht so viel Spannendes tun, sondern wir warten einfach darauf, dass spannende Erlebnisse geschehen. Im Sinne von Jäger kommt zu Besuch. Ich bin jetzt hier gerade dabei, nochmal gezielt Fleisch zu verbrennen. Ist nicht ganz so schön, aber ja, bevor es vergammelt, verbrenne ich es lieber. Dann können wir damit später noch andere sinnvolle Sachen anfangen. Weil einen zweiten Kühlschrank will ich mir auch nicht bauen. Und hier habe ich noch zwei Plätze jetzt freigelassen, da ich uns das Hähnchen schon mal angeschossen habe und die beiden Rippenbraten, die wir haben. Ich dachte mir, wenn wir heute eh zu Hause sind, kann ich das auch einfach alles direkt auf einmal machen. Ich werde schon regelmäßig reingucken, dass es nicht vergammelt. Hoffe ich. Entsprechend passt das alles ganz gut. Ich werde einmal das ATV aber umpacken, weil die werden wahrscheinlich in dieser Richtung kommen. Das heißt, ich parke es lieber mal hinterm Haus. Oh. Ah, da. Wunderbar. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das jetzt heute gut wird oder schlecht wird. Wir sind munitionstechnisch ganz gut dabei und wenn ich regelmäßig rüberschaue aufs Wasser, werden wir wahrscheinlich genug Zeit zum Reagieren haben. Deswegen bin ich dahingehend gerade noch recht zuversichtlich und entspannt. Hier, was machst du? Also ich lasse das Ding jetzt tatsächlich einfach mal ungedüngt. Ihr wart... Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die beiden ungewöhnlich gestartet habe oder nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber Aufwertung. Eine Tageslichtlampe. Wir könnten hier eins von diesen Beeten ja schon mal irgendwie vollumfänglich ausstatten. Wie viel Strom das Ding zieht. Ich glaube nämlich eine ganze Menge wird es ziehen. Zwei Barren, ein Seil. Gucken wir uns das einfach mal an. Eins, zwei. Zwei Barren, ein Seil. Zwei, vier, fünf davon. Und ich glaube sechs davon. Muss ich mal gucken. Wir gehen uns natürlich jetzt nicht viel weiter, wenn es darum geht, dass wir mehr Strom produzieren wollen. Punktlandung ausführen. Hey, hey, hey. Jetzt fällt mir gerade wieder das ein. Was ich irgendwie schon seit Anfang an bei diesem Spiel sage, was ich mir wünsche. Mehr Möglichkeiten zur Automatisierung. Wenn ich zum Beispiel sagen kann, nur nachts sein. Hier beim Sprengler haben sie das ja auch gemacht. Beim Sprengler, da konnte ich Sprengler automatisch. Zieht ein bisschen mehr Strom, dafür brauche ich überhaupt nicht drauf achten. Ist schon ganz geil. Zum Beispiel auch hier bei der Tageslichtlampe. Ich fände es geil, wenn ich sagen könnte, schalte Lampe an, wenn Uhrzeit X, beziehungsweise schalte Lampe an, wenn Sonne weg ist, zum Beispiel mit einem Tageslichtsensor einfach dazu packen. Oder halt auch die Möglichkeit zu sagen, Lampe an bis zu Batteriestand X zum Beispiel. Dass immer, wenn ein bisschen Strom übrig ist, dass er die halt gleich mitbenutzt oder sonst was. Das sind so... Vielleicht gibt es das auch als total geheimes Mega-Feature, was ich einfach nicht weiß, aber das fände ich geil. Aber schön. Das ist aber ein voll ausgestattetes Beet. Das ist gut. So, wunderbar. Hier erstmal Essen retten. Hier, das Hähnchen können wir eigentlich essen, oder? Wir waren ja mit allem schon wieder relativ weit unten. Wunderbar. Bauen wir auf den Slot. Also ich habe dann hier auch was, um mein Eiweiß gut hoch zu pushen. Ich habe was, um mein Gemüse gut hoch zu pushen. Und ich habe hier oben so ein komisches Mischding. Also die hier Zwiebeln und Leber und Zwiebeln sind ziemlich das Einfachste, wo ich beides gut gemischt kriege. Oh, der Fisch ist verbrannt. Ach, wie schade.
Wie konnte denn nur so etwas Schreckliches passieren? Komm. Komm ich auch nochmal dazu? Weil ich glaube, wenn der Fisch durch ist, würde ich gleich das hier nochmal essen. So, da ich heute Generator am Laufen habe, kann ich auch die Raffinerie wieder nebenbei mitlaufen lassen, ne? Machen wir einfach. Hopp. Hopp. Der Generator fängt das ja schon ab. Das ist ganz angenehm. Heute wird sehr gemütlich hier zu Hause. Gut, der ist durch. Nicht hungrig genug. Gut. Ja, gleich. Ah, ich wollte Tiere noch füttern. Bevor ich das vergesse. Ja, ja, ihr habt schon Hunger, ne? Ja. Ne, ihr habt Durst. Na ja, gut. Auch gut. Kriegen wir aber auch geregelt. Topfer? So ein Nametag finde ich auch noch gut. Ich weiß es in diesem Spiel absolut. Ich würde mal sagen, Irrsinn, Haustiere zu halten in dem Sinne. Da hier einfach alles so verflucht teuer ist und sonst was. Entsprechend ist so ein Namensschild als Wunsch vielleicht ein wenig utopisch. Weil wer zur Henker hält denn hier schon Haustiere? Aber ich mag meinen Klopfer. Klopfer bleibt. Oh. Mal schön hier rüber gucken, ob der Besuch kommt. Müsste ja drei sein, die sind ja zu dritt unterwegs. Oh, warte, Blaubeere? Das brennt noch? Ich brauche noch mal zwei Tomaten für die Viecher. Gibt es 22 oder 17? 17, das heißt, ich brauche noch 12, denn die nächste wird wieder ein bisschen zu viel des Guten. Werde hier rechts, das Ding werde ich nicht düngen. Wird mir einfach da beobachten wir mal ein bisschen. Oh, was machen wir denn dann? Schön mal ein bisschen Holz fällen wieder. Ich könnte ja schon mal langsam Gedanken machen. Ein Hausumbau stehe ich ja definitiv wieder mit auf meiner To-Do-Liste. Ich habe da jetzt auch schon eine grobe Idee. Also rein von der Fläche her ist das ja jetzt schon, finde ich, mehr als ausreichend. Aber das Haus sieht aktuell halt sehr würfelig aus. Da bin ich streng genommen jetzt nicht so der große Fan von. Wenn wir überlegen, ob wir die untere Etage jeweils nochmal auf einen vergrößern, sodass wir statt bei 3x3 halt bei 5x5 sind. Ist natürlich dann auch wieder enorm viel Fläche, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob sich das gut lohnt, bewirtschaften lässt. Aber ich glaube, wenn wir dann unten eine größere Fläche haben und nach oben hin kleiner wird, macht das optisch, glaube ich, schon mal mehr her. Und wir können auch mit Dächern arbeiten. Aber es gibt so ein paar Gedanken. Da habe ich allerdings halt noch keine finalen zugetroffen. Aber wir müssen, was heißt, wir werden das Haus auf jeden Fall nochmal leicht umbauen. Ja, hier mittlerweile so traditionell. Oh, ein Elch! Ein Elch!
So, komm her, komm her. Komm, sei ein guter Elch, sei ein guter Elch. Nice. Gut, für die Gewehrmunition war es jetzt mir schade, aber... Oh, direkt neuer Rippenbraten und 5 Fett. Jo. Danke. Den Rippenbraten schieben wir doch gleich mal mit hinten dran. Kommt der Besuch schon? Nein. So, Rippenbraten. So, hier. Dann brauche ich mal... Die packe ich weg. Zwiebeln, Kartoffeln, Karotten. Backen. Rippenbraten. Nice. Nächster Rippenbraten fertig. Guter Tag heute. So, noch mehr Fett. Das ist in Ordnung. Ich kann jetzt essen. Sehr schön. Packen wir jetzt Wasser rein. Hey, Klopfer. Mal aufpassen, ob die gleich kommen. Also ich werde die Gewehrmunition, glaube ich, jetzt direkt mal priorisieren. Und dann können wir hier weiter rumdümpeln. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Drei Seen gab's auch. Wunderbar. Oh, ich habe einen Stack Seen voll. Cool. Das mag ich doch ganz gerne. Können wir mal nachfüllen. Wieso ist noch nicht da? Ha, ich weiß, es wird wahrscheinlich so 5 bis maximal 10 Minuten dauern, bis der Besuch kommt, aber ich würde sie gerne halt sehen, bevor sie mich sehen. Oh, falls ihr versteht, was ich meine. Auch hier mit dem Tunikum kann ich auch noch mal wegkommen. Machen wir mal ein bisschen Fuel weg. Auch hier, halbieren. Halbieren. Ich muss nicht so viel Holz mit mir rumschleppen, falls ich jetzt doch sterbe. Warte ich mal ab. Ne, ist er noch nicht da. Gut. Ich habe schon wieder gesehen, auf unserer Insel ist noch schon wieder ein bisschen Kupfer. Sehe ich eigentlich, wie viel Licht da gerade drauf ist? Licht 100%. Ah. Schalten? Natürlich auch 100%. Okay. Muss halt bei der Nacht achten, ob das Licht auch auf 100% ist oder auch nur auch so eine reduzierte auf 50% oder so. Aber auch 50% Licht in der Nacht ist immer noch besser als 0. Ach, hab ich schon. Okay, okay, okay. Dann düge ich nochmal ein paar Felder. Wir können ja mal einen Plan machen, wie das hier mit dem Bau ist. Wir können ja mal ein bisschen drüber philosophieren. So, zum Düngen nehme ich mal wieder ein bisschen von dem Zeug hier. Das ist so ziemlich gefühlt das günstigste. Weil man braucht es eigentlich auch für nichts anderes. Zack, zack, zack. Dich lasse ich ungedüngt, aus Prinzip. Passt schon. Aber wenn ich das hier unten auf 5x5 erweitern würde, würde es sich vielleicht lohnen, nochmal Bäume anzulegen. Dass wir auch mal einen Werkstattraum machen, einen Lagerraum oder hier vielleicht auch mal für unsere ganzen zum Technikraum, beziehungsweise der Technikraum hier oben ist ja schon mal ganz geil eigentlich. Der gefällt mir. Was kosten mich denn Fundamente? Ich kann das ja mal anzeigen. Einfach überlegen, mit dreieckigen.
Da habe ich dann aber wieder keinen Einfluss auf die Richtung, wie das Holz verläuft. Das ist ein bisschen ungünstig. Bretter, Nägel und Tauwerk. Bretter, Nägel, Tauwerk. Bretter, Nägel, Tauwerk. Ich mache jetzt einfach ein paar. Laut Changelog in dem letzten Patch, das kann man die Dinger ja wohl jetzt auch stapeln. Das heißt, Inventar wird jetzt nicht mehr zugemüllt. Ihr rettet den Rippenbraten. Echt gut dabei mit Essen. Aber hier, du hast noch ein bisschen. Dietrich, bräuchten wir noch mal ein bisschen mehr Masse, glaube ich. Nee, nur Strom, aber der kommt ja gerade von alleine. Was macht denn unsere Windanlage oben? 0,27. Nur diese zwei Windräder. Ich fass es nicht. Das ist ja geil. Windräder. Top. Gefällt mir. Ich hole mal alles für Dietrich zusammen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Besuch. 18 brauche ich. Strom löschen wieder alle. Aber ist okay, deswegen haben wir den Generator hier heute angemacht. Ah, ich habe Bretter und Metallschrott vertauscht. Mann. Zack. Zack, zack. So, jetzt. Aber ich nicht mehr viel Strom. Kopf noch nicht, gut. Er ist auch noch an, sehr schön. Aber so langsam wird es aber mal Zeit. Also wenn ich mal auf so Jäger gehe, müsste ich das vielleicht so spät abends machen, dass sie mich zurück angreifen, wenn ich wieder zu Hause bin. Oder halt so früh am Tag, dass sie schon mal da sind, bevor wir aufbrechen beim nächsten Mal. Ich hab aber angestellt, dass sie wieder... Jägerangriff. Ja, ist an, ist an, ist an, ist an. Gut. Dann werden sie ja bald auftauchen. Euch geht's gut. Ich habe jetzt schon ein paar davon. Okay. Das Blöde da ist, wenn ich in diese Richtung anbaue, dass es nach unten hin luftig ist. Ah, das sieht halt merkwürdig aus.
des Kühlschranks. Kann ich dich eigentlich bringen einfach? Ohne dass irgendwas kaputt geht? Oh, wunderbar. Muss ein BKE-Radio sein, ne? Ich meine, es sieht jetzt mal gar, es sieht jetzt nicht so super schlimm aus, wie ich jetzt gerade erwartet hätte. Ich würde noch mal ein bisschen über mein Gehege draußen gehen, ne? Kommt noch keiner. Kann ich das einfach drüber setzen oder... Ne, da kommt gleich wieder irgendjemand. Ich sehe auch gerade, unser Zaun hat schon an einigen Stellen ganz schön gut Schaden. Das kann man so machen. Leute, kommt ran! Ich lasse dann peinlich mit meinem ganzen Gewarte hier. Ist das Licht immer noch auf 100%? Ja. Den Zaun noch mal reparieren. Was kostet mich das denn? Oh, ja, gut. Das ja, billig ist es halt nicht. Aber das wissen wir ja. So, ich werde den Generator jetzt wieder mit anschmeißen. Der kann ruhig zweimal leer laufen. Gott, gerade geblitzt, da hat es geblitzt. Das war gerade ein komisches Gefühl. Nee, du bist tierisch. Hier ist Fleisch. Ich bräuchte gerne nochmal Geländer. Eins reicht erstmal. Ziemlich teuer, der Spaß. Temperaturhammer? Ja. Die Spitzhacke trotzdem mal mit. Ja, mal gucken, was ich zum Reparieren brauche. Von dem Zaun unten. Hübsches Treppengeländer, oder?
Ah, ich habe ja gar kein Numlock. Ach! Meine Tastatur, wo der Numlock noch dran war, ist ja verstorben. Was auch. Oh, warte mal. Sie kommen. Sie kommen. Oh, komm! Komplett verschossen. Der ist tot. Und du kriegst Schrotflinte ab. Komm her. Ich hoffe, das seht ihr, dass ich mich gewehrt habe. Ah, herrlich. Fuel. Oh, Stoff. Danke. Teil. Ja, komm. Upsi. Also um die Gewehrmunition ist das jetzt hammer schade. Aber so auf bewegte Ziele komme ich mit dem Gewehr auch nicht so super gut zurecht hier. So, was bräuchte. Oh. Oh, ich dachte gerade, ich habe den Rippenbraten vergessen. Habe ich nicht. Gut. Das heißt, wir haben den Tag hier zu Hause schon mal rumgekriegt. Fangen gerade ein bisschen an, das Haus umzubauen. Oh, sehr schön. Ah, du bist fertig mit dem Reparieren hier. Dann machen wir doch mal ein bisschen Zink hinterher. Ob schon mal dabei ist. Ich hätte gedacht, die kommen zu dritt wieder. Ich meine, habe ich auch drei von denen erledigt. Wird bestimmt auch bald mal Zeit für die Winterjacke. Naja. Also die Gewehrmunition ist jetzt ein Problem. Wie teuer ist der Spaß denn? Das geht. 1, 2, 3, 4. Machen die Windräder jetzt bei dem schlechten Wetter? 0,17, okay. Ach, die Solarmodule machen noch 0,3? Okay. Und ihr hier? Licht 30%, wenn ich hier anschalte? 100, oh, schön. Ich glaube, der Sprengler hat doch schon das Bild wieder aufgefüllt. Wäre natürlich jetzt auch noch eine nette zusätzliche Tradition fürs Nachhausekommen. Also, wir kommen nach Hause, es wird dunkel, machen Lichter von den Beeten an, also in dem Fall erstmal eins. Und morgens, bevor wir losziehen, machen wir das Licht hier wieder aus. Kommt dann halt ein bisschen in unsere Routine mit rein. Aber das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. So, und jetzt hätte ich gerne den richtigen Zaun. Habe ich echt Geländertreppe gebaut? Wow. Euch geht's gut? Könnte ich gleich nochmal versorgen. Hier auch in meiner Nacht machen.
sieht halbwegs gut aus. Ich glaube, damit kann ich mich anfreunden. Gut, ist natürlich wieder eine recht materialintensive Geschichte, dann alles fertig zu machen. Aber ich habe mir das ja ausgesucht. Muss mal schauen, ob jetzt dieser Plan bleibt oder nicht. Wie gesagt, ich habe mir noch gar nicht so Gedanken gemacht. Ich würde gerne auch etwas mehr von dieser Vierecksform wegkommen. Aber das ist ja eine Sache, die mich auch relativ stark stört. Zum Beispiel hier diese runden Fundamente. Ich finde die mega geil optisch. Aber die Richtung, wie die Planken verlegt sind, die ist festgesetzt. Das kann ich auch nicht drehen, spiegeln oder auch sonst was. Deswegen kann ich die auch nur begrenzt verwenden. Aber eine Ecke kann ich damit auf jeden Fall machen. Aber das ist doch mal eine andere Geschichte. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich versorge die Tiere bis zum nächsten Mal. Und dann gehen wir mal wieder zur Tür raus. Wenn es gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Oh, heute recht gemütlich. Definitiv. Boah. Muss auch mal sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.